بسم الله الرحمن الرحيم. Diese behaupteten, dass Allah die Mädchen zustehen würden, dass Allah Mädchen hätte und sie hätten dagegen Jungs, weil bei manchen Götzendienern vor dem Islam war es unerwünscht, ein Mädchen zu gebären. Und deswegen haben einige von ihnen, wie es im Koran auch erwähnt wurde, in unter anderem zwei Versen, haben einige von ihnen, wenn sie Mädchen auf die Welt brachten, diese lebendig begraben. Nur ein Hinweis, es gibt eine falsche Überlieferung, dass Umar radiallahu anhu eine Tochter lebendig begraben hätte. Das ist falsch und das stimmt nicht. So heißt es im Koran, أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ, das ist in Surat At-Tur, Vers 39. Allah sagte hier fragend, oder hat er für sich selbst die Töchter und habt ihr für euch selbst die Söhne bestimmt? Und manche unter den Muschrikun sagten, dass die Engel die Töchter Allahs seien. So wie es im Koran heißt, in Surat Az-Zukhruf, Vers 19, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Und sie machten die Engel, die die Diener Allahs sind, zu weiblichen.